Okay, so, ich habe gedrückt. Herzlich willkommen zu der neuen Welt von Hannes Meyer. Klingt aber ganz gut. Ja. Die neue Welt von Hannes Meyer. Unsere Straßen durchstürmen Autos. Ford, Voisin, Fiat, Rolls-Royce sprengen den Stadtkern und alle Grenzen von Stadt zu Land. Im Luftraum gleiten Flugzeuge. Fokker, Dornier, Junkers, Fairman. Vergrößern unsere Bewegungsmöglichkeit und die Entfernungen von der Erdkruste. Eine Minute in der Straße. Lichtreklamen funken. Lautsprecher kreischen. Klaxons. Wir wissen nicht genau, was das ist. Es sollen Hupen sein von alten Autos. Rasseln. 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 Plakatfarben. Schreien. Sirenen schrillen. Schaufenster blitzen auf. Und diese Gleichzeitigkeit aller Ereignisse erweitert maßlos unseren Begriff von Zeit. Erweitert maßlos unseren Begriff von Raum. Wir leben schneller, daher leben wir länger. Ich finde zum Beispiel diese Aussage, wir leben schneller, daher leben wir länger, die finde ich ziemlich witzig, weil das ist ja völliger Quatsch, meiner Meinung nach, oder? Ja. Weil ich finde, umso schneller du lebst, umso mehr hast du das Gefühl, dass die Lebenszeit kürzer wird. Das ist ja auch das, was heute einen so umtreibt, ne? Dieses noch und jenes noch und das noch. Und die Angst, auch was zu verpassen. Wann haben wir das letzte Mal aufs Handy geguckt? Das hat der Text vielleicht auch so in sich, dass er unglaublich nach vorne drängt, aber eigentlich auch so ein gewisses Unbehagen vermittelt, dass es irgendwann nicht mehr schneller geht. Na, es ist eher kühl und technisiert, dieser Text. Es stimmt, ein Unbehagen. Also man kriegt irgendwie schlechte Laune. Der Tag hat nur 24 Stunden, das ist auch noch in 100 oder 1000 Jahren so. Und der Mensch ist nun mal ein biologisches Wesen, es sei denn, man würde bei uns jetzt in der nächsten Stufe auch anfangen, maschinelle Dinge einzubauen, die dafür sorgen, dass dann eben vielleicht diese 24 Stunden biologische Aufmerksamkeit und was da alles eine Rolle spielen kann, überwunden wird. Das wünscht sich sicher keiner, aber man kann es heute, glaube ich, gar nicht mehr ausschließen.